Und eine Aktion, die etwas gegen Lebensmittelverschwendung tun möchte, das ist der Bundespreis zu gut für die Tonne. Der wird mittlerweile zum 5. Mal verliehen. Und einer, der diese Aktion unterstützt, das ist der Bundestagsabgeordnete Johannes Steiniger. Er ist uns über Skype zugeschaltet. Schön, dass das klappt. Wie wichtig ist denn diese Aktion für Sie? Also ich finde, es ist eine ganz wichtige Aktion, weil sie zum einen sensibilisiert für etwas, was uns, glaube ich, vielleicht im täglichen Leben gar nicht so bewusst ist. Es sind nämlich pro Menschen in Deutschland 55 Kilo an Lebensmitteln, was jedes Jahr verschwendet wird. Das ist, wenn man sich das mal vorstellt, wie viel es auf einem Tisch dann auch an Lebensmitteln wäre, wahnsinnig erschreckend. Und deswegen finde ich es klasse, dass es einen solchen Preis gibt. Und ich hoffe darauf, dass viele auch bei uns aus der Region überlegen, Projekte dort auch anmelden und sich für diesen Preis dann engagieren. Ja, Sie sind ja Bundestagsabgeordneter auch für den Wahlkreis Neustadt Speyer. Was tun Sie denn auch, um ja nicht nur Ihren Wählern, sondern generell auch mit gutem Beispiel voranzugehen? Naja, das fängt ein Stück weit beim Einkaufen an, dass man nicht zu viel einkauft. Das fällt mir manchmal schwer, nicht mit hungrigen Magen dann einkaufen geht, weil man dann den Einkaufswagen vielleicht etwas zu voll macht. Aber ich selbst bin beispielsweise Fan des Einfrierens. Ich koche so alle paar Wochen, koche ich mir eine Riesenportion Bolognese portioniere die dann entsprechend und friere das dann auch ein. Und eine tolle Sache, die auch über das Ministerium von Julia Klöckner, das Landwirtschaftsministerium läuft. Es gibt eine sogenannte Zu gut für die Tonne App. Die hatte ich mir schon vor einigen Jahren runtergeladen und da kann man dann eintippen, welche Lebensmittel sind denn noch im Kühlschrank und was kann ich dann daraus machen? Da werden einem dann Rezepte ausgeworfen. Gut, also freiwillig etwas tun ist auf jeden Fall schon mal eine sehr wichtige und gute Sache. Frankreich hat es mit dem Thema Gesetzgebung auch versucht, da funktioniert das auch. Welchen Weg wollen Sie in der Politik in Deutschland gehen? Ja, ehrlich gesagt ist mir nicht so ganz genau bewusst, wie man gesetzgeberisch dort vorgehen kann, weil wir schon Folgendes erleben, dass 55 Kilo an Lebensmitteln weggeschmissen werden. Und das liegt eben vor allen Dingen auch daran, dass zu viel eingekauft wird, dass wir auch, glaube ich, ein Problem haben mit dem Verständnis des Themas Haltbarkeitsdatum. Da fasse ich mir manchmal auch selbst an die Nase. Ja, man hat dann vielleicht das Gefühl, dass die Milch, wenn die schon am Tag des Mindesthaltbarkeitsdatums ist, dass sie vielleicht nicht mehr gut ist. Und dann schmeißt man die Dinge weg. Ich glaube, es ist sehr viel wichtiger, dass wir die Menschen sensibilisieren für dieses wichtige Thema, dass es auch, glaube ich, in der Schule einen wichtigen Platz dann auch entsprechend im Unterricht hat. Und dann schaffen wir es, denke ich, über diese Sensibilisierung auch, dass wir zu einer Reduktion in der Lebensmittelverschwendung kommen. Haben wir hoffentlich jetzt schon mal einen ersten Schritt getan. Johannes Steiniger, herzlichen Dank für das Gespräch. Super, gerne. Viele Grüße aus Berlin. Alles Gute.